Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich wollte Final Fantasy sagen, ich weiß nicht warum. Und uns läuft da gerade jemand entgegen. Der möchte gerne erschossen werden. Deswegen müssen wir jetzt leise sein. Die müssten eigentlich. Nee, obwohl wir müssen noch nicht leise sein, die sind noch nicht da. Aber sie kommen näher. Und ich werde sie mir holen. Oder zumindest den einen. Wir sind zu zweit. Oder ist es nur der eine? Wir sind zu zweit. Aber egal. Wie hole ich mir? Ich glaube, die laufen vor irgendjemand anderen weg, oder? Ja, Karte leckt ein bisschen. Nee. Oder der eine läuft hinter dem anderen her. Vielleicht sind das gar keine Freunde. Vielleicht hat er Schrauben. Ich würde für Schrauben töten. Oh oh, wie ein Schwarm. Hey, sie kommen mir genau entgegen. Ah, die sind beim Schrottplatz. Da sind sie. Aufgeregt. Okay. Wo sind sie? Die müssten da sein. Ja, die nehmen das Ding gerade ein. Werde ich gesucht? Ist ja jetzt PvP-Arena hier. Oh Gott. Wir nehmen Rache, Freunde. Wir nehmen Rache. Weil den können wir jetzt erledigen. Okay. Oh, wir sind schon da. Der Kollege macht mir keinen Schaden. Oh, 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 oh Gott. Aber der. Alter. Nee, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Er ist weg. Ist weg? Oder bin ich gesucht? Nein. Er ist verschwunden. Haben die sich ausgelockt? Alter, was hatte der für ein Schwert dabei? Oh, da wird geschossen.
Scheiße. Das ist scheiß Timing, Mann. Oh. Okay. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich muss den Typen erwischen. Heute wird Stealth-Modus gemacht. Die wissen nicht, dass ich das bin. Scheiße. Ja, kacke, wa, Dude? Nein, Alter! What the? Nein! Ah, ich bin in den Wurmwurz! Oh Gott! Ich werde die Jungs nerven jetzt. Wieso bin ich in den... Oh, Mann. Oh. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Oh, ich bin in den Pip-Boy reingegangen. Ich hätte ihn erwischt, den Bengel. Ich brauche eine härtere Waffe. Eine härtere Waffe. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, ich hab's verkackt. Mein Stealth Boy, mein BTF. Oh nein, ich hab den Sprung nicht geschafft. Oh komm, neu spawnen, scheiß drauf. Was ist denn das für eine Waffe, die er hat? Der läuft auf mich zu, macht b-b-b-b-b-b und das war's. Ah, na gut. Ich bin jetzt oft genug gestorben. Ich brauche eine bessere Waffe, Leute. Ich brauche bessere Waffen. Ah. Man sieht, also ich brauche bessere Waffen. Der läuft auf mich zu und der messert mich einfach. Macht einfach zick, zick, zack, weißt du, und dann ist vorbei. Sein Kollege hat da nichts drauf, aber der Typ. Der muss auf Berserker gegangen sein. Aber egal. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen, ne? Eigentlich ist abgeschlossen, cool. Krieg ich dafür was? Ich hab geholfen. Oh nein. Oh, welches das eine Mal nicht in den Pip-Boy reingegangen, ne? Der Jedi Master war gut, ne? Naja, gut. So, haben wir hier alles abgeschlossen? Echt? Was haben wir denn? Achso, das 1x1. Hör dir das Freiwilligentraining an. Freiwilligentraining. Freiwilligenprogramm für
für Responder fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer. Teil 1. Den perfekten Ort für das Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Campen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Ja, klar. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen, oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch campen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Ein Traum ist wahr geworden. Man soll das tun, was man mag, oder? Also, komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger. Danke. Wieso wurden zwei Schrottpatronen von mir entfernt? Was soll das? Egal, wir werden... Was haben wir jetzt? Untersuche den Lagerplatz des Responder Miguel. Soll das sein? Das hier ist ja was anderes, ne? Tagebucheintrag finden. Was ist das hier für ein Event? Event umschwärmt. Ist das? Achso, der Lagerplatz, okay. Dann müssen wir in die Richtung. Ja, ich muss sagen, du bist schon wieder da. Verzieh dich. Scheiß Fliege. Nervt mich die ganze Zeit schon. Jedenfalls finde ich das echt beeindruckend, dass man als Berserker so auftreten kann. Ich meine, klar, man ist im Nachteil. Hätte ich jetzt eine fette automatische und hätte ihn reingeböllert oder so, dann würde es vielleicht anders aussehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich gehe ja hier ziemlich auf Sniper-Schütze. Und mir fehlt halt noch so einiges, um ansatzweise das erreichen zu können, was ich möchte. Ich bin Level 12. Das ist einfach nicht möglich, was ich möchte momentan. Aber vielleicht eines Tages. Ne? Gartenkundetest. Gartenkundetest. Frage 1. Was brauchen alle Pflanzen? Wasser und Licht. Ah, Wasser und Licht. Frage 2. Was ist Photosynthese? Frag deine Eltern. Photosynthese ist die Einnahme von Sonne und die Ausgabe von Sauerstoff. Ich habe keine Ahnung. So kriegen Pflanzen Energie. Okay. Aber das mit der Sonne war schon richtig. Was ist deine Lieblingspflanze aus dem Garten? Ich habe keine. Aber wenn ich eine Lieblingspflanze aus dem Garten hätte, wäre das Gras. Oh, Tato. Frage 4. Nenne ein Werkzeug, das im Gartenkundeunterricht täglich zum Einsatz kommt. Gartenhacke? Bonusfrage. Wie lautet der Name der Pflanze, den wir gestern im Unterricht behandelt haben? Ich war nicht da. Der Kürbis. Wer kennt den nicht? Gut gemacht, Samantha. 5 von 5 richtige Antworten. Na ja, gut, Rechtschreibung werden wir ja hier nicht behandeln, ne? Komm, mitnehmen. Ne? Ah, okay. Nehmen wir noch das Essen hier mit. Hauptsache, ich bin nicht überladen. Es ist mir egal. So, mehr muss ich auch nicht mitnehmen. Wollen wir direkt weitergehen? Richtung Süden mussten wir, ne? Hey, wo laufe ich denn hin? Nee, Norden. Da. Also Nordosten. Es ärgert mich halt, dass ich sie nicht one-shotten konnte. Ich will Leute one-shotten können. Ich will sie vom Weiten one-shotten.
Ihn und den Freund. Und dann teleportiere ich mich nach Hause und verstecke mich. Das ist der Plan. Ich finde den solide, den Plan. Den kann man so nehmen. So, hast du jetzt vielleicht eine Gitarre? An ihre Leiche gebunden zu sein ist wirklich mies, Miguel. Ich hoffe schon so lange, dass ein Wolf sich ihre Knochen schnappt. Aber leider vergeblich, falls es ihrem Lager an Annehmlichkeiten mangelt, könnten sie zu verstrahltem Müll greifen, um für das gewisse Etwas zu sorgen. Bist du durch? Wie seltsam, wieder Menschen zu begegnen. Das heißt, solchen, die nicht verwest sind. Miguel hat einige Lagerbaupläne und ein Lagerprogramm-Holoband auf seinem Terminal im Flughafen. Finden und bringen sie hierher. Früher war Miguel ganz gelassen, aber mittlerweile ist er so steif. Was soll's? Camping wird nie alt. Anders als Miguels verwesende Überreste. Ich hasse es. Miguel, ich habe es Ihnen doch gesagt. Kochen Sie in der Nähe kein Chili. Es riecht einfach zu gut. Ich kann den Tee riechen? Vom Flugplatz aus riechen. Warum hören Sie auf mich? Ich habe keine Questmarkierung dafür. Durchsuche den Lagerplatz und verbindliche Pläne. Miguel hat nichts für mich. Hier ist ein Stuhl. Lass uns mal Quest angucken. Ich hasse es, wenn NPCs so langsam sprechen. Das ist... Keine Ahnung, ich krieg das nicht gebacken. Das ist... Hört ihr das Kapitel Morgentown im Aufseher-Logbuch an? Okay, durchsuche den Lagerplatz. Wir machen das hier mal alles weg. Kann ich die auch ausschalten? Nö. So. Ich sehe aber sonst keine Questmarkierung. Ich bin unfähig. Seit Jahren schon bin ich an Halsmaul, bitte. Gebunden. Jahre. Wie soll ich das denn lesen, wenn du die ganze Zeit so laut quatscht? Von diesem verwesten Leichnam nicht weg. Und wissen Sie was? Ich hasse Camping. Das Gute daran ist, dass ich sehen werde, wie diese schöne Welt eines... Ich mache einfach mein Mikrofon leise. Wenn ihr etwas hört, die ganze Zeit quatschen, dann ist halt so. Camping-Lehrstoff. Erstens, finde einen sicheren Platz. Suche die Umgebung nach frischem Tier- oder Menschencode ab. Menschencode? Nicht vergessen, wenn beim Zeltplatz Platz Kaka liegt, ist es klug, wenn man umzieht. Zweitens, bau dein Zelt aus Materialien, die du in der Umgebung findest. Brauchbare Sachen gibt es so gut wie überall. Drittens, Gründe für ein Lager, Kochstation und eigene Vorräte. Aufgabe, die Schüler müssen sich bei einem beliebigen Responder vor Ort melden und ein Lager errichten. Im Lager sollen die Freiwilligen eine einfache Kochstation und eine Lagerkiste aufbauen und ihre Kenntnisse dem örtlichen Responder demonstrieren. So. Eigenen Ratschläge gehalten und Geschütztürme und Mauern. Finde das Lagerführerprogramm für den Projektor. Protektor. Kann ich den ausschalten? Das wäre so gut. Komm, holen wir das denn gleich. Und eventuell werde ich auch dieses Gebiet da gleich machen, das mit dem dieses große Questgebiet. Weil es nervt mich einfach, dass da einfach so ein riesiges Questgebiet ist. Ich kann mir gut vorstellen, wo ich dafür hin muss, also so willst du es nicht. Oh, war der nervig, der Bot, Alter. Ey, mein...
Warum redet er so langsam? Event-Kollisionskurs. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir ein Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf. Noch jemand hier? Da hinten ist irgendwas. Sind das Super-Mutis? Das sind die Mutis. Mutis. Du bist lieb, ne? Will ich hoffen. Alter, was hier abgeht. Legendär, oh mein Gott. Ach du Scheiße, ich bin komplett unterlevelt für diesen Kram. Ihr kämpft mal gegen die Super-Mutis, bitte. Ich brauche diesen legendären Super-Muti. Aber ich muss auch gleichzeitig die Gegner hier platt machen. Oh oh. Kann die Brandbestie das nicht machen? Habe ich Granaten? Oh Scheiße, was mache ich denn? Ich wollte mein Camp nicht verlegen. Nehmt das! Und das! Und das! Irgendwie hat das nicht viel gebracht. Das ist der Legendäre, ne? Oh. Und jetzt fliegt da auch noch so ein scheiß Viech rum. Hallo? Oh Gott, ich habe keine mehr. Kommt doch her! Traut euch, kommt zu mir! Das hat denen gar nichts ausgemacht. Du bist tot, nicht verletzt. Wieso verlangsamen die mich? Da ist der legendäre Roshi. Oh, kannst du dich früher nachladen? Ach. Oh, was soll denn das? Oh. Tötet den Typen. Greift ihn an. Lasst mich in Ruhe. Okay. Ich habe keine Stimpacks mehr. Man hat da zwei Lebensbalken. Der kriegt gleich noch einen dazu. Scheiße. Oh, er hat ihn, er hat ihn. Oder lädt er sich von automatisch wieder auf? Lass mich kurz nachladen. Alter, wie viel Munition willst du denn da noch reintun? Bitte nicht töten, nein, töte mich nicht. Oh mein Gott. Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Okay, ich muss schnell was essen. Okay, auf geht's. Tötet ihn! Oh. Des Killers. Oh, ich krieg einen verdammten Roboterarm. Minus 8% durch Spieler. Oh mein Gott! Das ist tatsächlich richtig gut. Okay, jetzt kann ich mich wenigstens um die anderen kümmern. Vor allem, wenn es Stimps verschwendet. Ich muss irgendwie eine Laborstation zusammenkriegen und dann irgendwie was bauen. Oh mein Gott. So. Wo sind die Noobs?
Ausschlaghammer, Schrotpatrone, 10mm Patrone. So. Weisung der Hungrigen? Ich bin hier gerade bei irgendeinem anderen Event. Besiege die Wellen. Achso, ich habe noch einen anderen vom. Ah, hier ist noch jemand anderes. Sehr schön. Ah, hier ist die Notiz. Okay. Und da ist der andere Schissel. Oh, da ist Loot. Oh, hast du auch so einen Loot-Bengel? Ja. Event. Kollisionskurs abgeschlossen. Transponder. Ein Frachtbot befindet sich im Anflug. Augen nach oben, Leute. Oh, zwei verdünnte Stimps. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. 40 Kronkorken. Ich bin wieder auf dem alten Stand. Gib mir mein Loot. Ich habe ihn mir verdient. Was? Okay. Jetzt verzieh dich. Soll ich abschießen? Okay. Daytripper, Impro-Repetierer, chinesisches Offiziersschwert. Bin zwar überladen, aber ist mir egal. So, wir haben unsere Brandaxt mit 39 Schaden und das Offiziersschwert macht 20. Hat aber mittlere Geschwindigkeit und du hast langsame Geschwindigkeit. Ey, Dude, the real burning fox, was auch immer du hier treibst. Okay. Das war ein Kampf, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir haben es für heute geschafft. Morgen widmen wir uns der Quest weiter. Hier ist irgendwie noch ein Bot drinne. Okay, vielleicht hättest du mir helfen können. Wer heißt du denn? Responder Protektor, ja gut. Helfen wolltest du aber trotzdem nicht, wa? Ja gut, wir sehen uns zu einer neuen Folge morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.